Wer unter 25 Jahre alt ist, kennt es gar nicht anders. Die ISS fliegt regelmäßig wie ein leuchtender Stern über den Nachthimmel. Aber wenn du zu dieser Altersklasse U25 gehörst, dann wirst du dich umstellen müssen. Die ISS kommt in die Jahre und die Chance auf eine zweite ISS, auf eine Nachfolgestation, die steht nicht wirklich gut. Weshalb, erklären wir dir jetzt in unserem Space Explainer. Die ältesten Bauteile der ISS stammen aus den 1990er Jahren. Das hier sind Aufnahmen des allerersten ISS-Moduls, noch am Boden in Kasachstan, vor dem Start 1998. Mittlerweile ist dieses Modul seit 25 Jahren im All. Es ist immer noch eines der zentralen Verbindungsmodule zwischen dem amerikanischen und dem russischen Teil der Station. Und es hat seit 25 Jahren ständige Temperaturwechsel mitgemacht. Es ist auf der Tagseite der Erde enorm erhitzt worden, auf der Nachtseite enorm abgekühlt. Es ist ständig kosmische Strahlung, harte kosmische Strahlung auf dieses Modul eingeprasselt. Und keine andere Technik wurde eigentlich so lange im All betrieben wie dieses Stück Technik. Wie lange bleibt es noch da oben? Wir haben bei der NASA nachgefragt, bei Bob Cabana. Er war als Astronaut in den 90ern mit seinem Team oben auf der Baustelle der ISS, hat er die ersten Bauteile zusammengeschraubt. Er hat den Grundstein mitgelegt. Seine Antwort auf die Frage, wie lange die ISS noch im Weltall bleibt. The International Space Station within the US has been extended to 2030 within our international partnership to 2028. The vehicle has been inspected and certified to go to 2028. So I think that, you know, yes, that's very important from a science point of view and from the ability for the United States to help develop a commercial market in low Earth orbit with commercial LEO destinations. Die NASA wird sich also so spätestens bis 2030 aus der ISS oder deren Betrieb zurückziehen. Am liebsten möchte sie, dass schon in den kommenden Jahren Unternehmen die ISS als Betreiber übernehmen. Und falls die NASA dann dort Astronauten unterbringen will oder Experimente auf der ISS durchführen möchte, würde sie diese Möglichkeiten einfach bei den privaten ISS-Betreibern einkaufen. So hätte die NASA das gerne, aber das könnte schwierig werden. Dazu Ulrich Walter, Astronaut in den 90er Jahren und seit langer Zeit Professor für Raumfahrttechnik in München, ein absoluter Experte auf diesem Gebiet. Haben Unternehmen ein Interesse an der ISS? Die Raumstation ist schon ein dickes Ding, muss man sagen. Also für wissenschaftliche, große wissenschaftliche Experimente ist es sehr gut geeignet. Es ist so ein Riesending, da kann man alles mitmachen. Aber für kommerzielle Zwecke ist es einfach zu groß, zu teuer. Der Unterhalt dieser Raumstation ist viel zu teuer. Und deswegen sagen die kommerziellen Firmen, eine kleine, feine Raumstation ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen dann nicht tausende Quadratmeter Wohnfläche, sondern für uns reichen 200-300 und deswegen bauen sie jetzt ihre kleine. Nicht mehr eine große, sondern mehrere kleine Raumstationen. Das könnte also die Zukunft sein. Ja, schon, solange Geld billig ist, sind größere Investments auch in risikoreiche Raumfahrtprojekte durchaus denkbar. Aber die Zeit der niedrigen Zinsen ist ja jetzt vorbei. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Klar ist, niemand will eine zweite ISS bauen. Und bislang hat auch niemand Interesse angemeldet, die internationale Raumstation privat weiter betreiben zu wollen. Und falls du jetzt gerade schaust, ob dein Kleingeld dafür reicht, nicht nur die Größe macht die ISS zu einem richtig teuren Ding, auch das Alter. Temperaturstress, kosmische Strahlung, ich habe es vorhin schon erwähnt. Wer jetzt die ISS und deren Betrieb übernimmt, muss sich über Folgendes im Klaren sein. Eine typische Lebensdauer einer Raumstation beträgt ungefähr 30 Jahre. Das ist wie mit dem Auto. Nach 15 Jahren werden die Reparaturen so groß, dass man sagt, dann machen wir jetzt lieber was anderes. Und so, glaube ich, wird es bei der jetzigen Raumstation auch werden. Die Reparaturen werden zunehmen. Das Interesse der kommerziellen Firmen wird nicht so groß sein. Und deswegen lässt man die Raumstation in der Atmosphäre verglühen. Also, das Ende der ISS darf man für die frühen 30er Jahre erwarten. Und wie bekommt man dann so eine riesen Raumstation aus dem Orbit? Jeder Gegenstand, der in der Erdumlaufbahn bleiben soll, muss knapp 28.000 Kilometer pro Stunde schnell sein. Wird er langsamer, beginnt er Richtung Erdoberfläche abzusinken. Die Antwort auf die Frage, wie man eine Raumstation zum Absturz bringt, lautet also bremsen. Wurde das schon mal gemacht?
ja. Man muss nur in Moskau anrufen, um das bestätigt zu bekommen. У нас был опыт сведения долго работающей станции с орбиты, когда сводилась с орбиты станция Мир. И хочу сказать, что технически это не такая простая задача, поэтому вполне возможно, что я буду находиться на работе, помогая, может быть, своим коллегам выполнять эту работу, принимать необходимые решения, пытаться там парировать нештатные ситуации, если они будут. Но я надеюсь, что этот момент еще настанет не прямо вот сейчас, хотя станция уже пролетала дольше, чем положено. Сергей Крикальев, космонавт и heute Leiter der bemannten Raumfahrt in Russland. Er hat als einer der ersten an der ISS mitgebaut und er war auch auf der Mir, jener Station, die Russland bis zum Jahr 2002 betrieben hat und die dann im Pazifik versenkt wurde. Das sind die Bilder von damals. Das Ende der ISS wird ähnlich aussehen, aber es wird technisch wesentlich anspruchsvoller werden als das Betriebsende der Mir-Station, denn die ISS mit einer Masse von etwa 420 Tonnen, die wird zumindest nach dem heutigen Stand nicht in Teile zerlegt, die dann einzeln zum Wiedereintritt gebracht werden, sondern sie wird in ihrer Gesamtheit zum Wiedereintritt gebracht werden müssen. Und dafür muss gebremst werden. Der eigene Antrieb der ISS reicht für so eine Vollbremsung im All nicht aus. Da braucht es etwas Zusätzliches. Gibt es Pläne, dass man dann ein Vehikel baut, hochbringt, dass dann die ISS kontrolliert anschiebt, aus ihrer Bahn schiebt, um dann genau über einen definierten Ort, das ist wahrscheinlich wieder der Südpazifik, wo auch schon die Mir wieder runtergekommen ist, dass man sie da verglühen lässt zum Großteil und dann ein paar Metallelemente dann doch ins Meer stürzen. Und wenn sie dann als Feuerball über dem Südpazifik abstürzt, dann werden Raumfahrer vieler Nationen einen Kloß im Hals spüren. Oder eine Träne aus den Augen wischen. Это правда. Наверное, это будет в какой-то мере печальный момент. Ровно эти же эмоции мы испытывали, когда спускалась с орбиты станция Мир. Но я думаю, что это будет, наверное, особенно печально, потому что станция МКС, АСС, она стала не только местом для работы, но это и то место, в котором мы реально жили и жили на протяжении многих месяцев. Ja, die ISS war und ist noch ein paar Jahre lang ein Raumschiff, in dem trotz geopolitischer Krisen über Grenzen hinweg zusammengearbeitet wird. Das mag auch daran liegen, dass sie aus einer Zeit stammt, in der man den Eindruck haben konnte, die Menschheit würde sich nie wieder in politische Blöcke verfeindet gegenüberstehen. Und wie es zu dieser riesen Raumstation ISS kam, das ist dann schon wieder ein Thema eines weiteren unserer Space Explainer. Thank you.